lese das Solinger Tageblatt von Freitag, den 6. Dezember 2019. Das ist diese Zeitung. Und dort heißt es: Amtsenthebung, Demokraten beantragen Anklage gegen Trump. Demokraten beantragen Anklage gegen Trump. Es wird ernst für Donald Trump. Foto dpa in Klammern. Das US-Repräsentantenhaus geht den nächsten wichtigen Schritt hin zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten. Die Vorsitzende der Kongresskammer, die Demokratin Nancy Pelosi, rief offiziell den Justizausschuss auf, Anklagepunkte gegen Trump zu entwerfen. Also es gibt einen Aufruf, Anklagepunkte zu entwerfen. Das ist eine Voraussetzung für ein späteres Votum im Plenum des Repräsentantenhauses über ein mögliches Impeachment. Ich gucke jetzt Impeachment nach. Interessiert mich jetzt. Wofür liegt das Zeug hier rum? Impeachment ist das Noun. Impeach somebody for something. Of a court or other official body, especially in the US. To charge an important public figure without a serious crime. To charge an important public figure with a serious crime. Impeach something. Formal, to raise doubts about something, question, to impeach somebody's motives. Impeachment. Also jemanden vor Gericht zur Verantwortung ziehen oder in Zweifel ziehen, to raise doubts about something, Zweifel äußern. Zweifel erheben. To impeach somebody's motives, Motivation in Frage stellen. Okay. Habe ich nachgeguckt, war ich fleißig. Tschüss.